sich das anschauen möchten. Ja, ich sage einfach nochmal Hallo und guten Abend ganz offiziell in die Runde. Es ist Sommerzeit und natürlich heute sind die Temperaturen niedriger, aber viele sind im Urlaub. Wir wollen dennoch euch vorbereiten. Wir möchten euch eine gute Voraussicht, eine gute Vorausschau geben und auch gute Stimmung mit erzeugen. Und daher wieder Dienstag hier unser Call, denn mehr und mehr gehen wir ja in den Herbst bald rüber, bald ist der Sommer rum und da geht es wieder darum, mehr Gas zu geben, sage ich mal, alles sind zurück, der Akku ist aufgeladen und dann können wir durchstarten. Daher ist Vorbereitung extrem wichtig, der Mindset ist sehr wichtig und deswegen wollte ich euch heute eine großartige Führungskraft vorstellen, der hier auf dem Call 18:30 Uhr noch nie zuvor gesprochen hat, obwohl er bereits nachweislich sehr, sehr viele Erfolge bei Isagenix vorweisen kann. Er hat selbst ein großes deutsches Team aufgebaut und trägt seine eigene Vision in sich und verfügt also schon bereits seit 2017 in Europa über sehr, sehr viel Geschäftserfahrung, sehr viel Eventerfahrung in Belgien, in den Niederlanden. Und er selbst kommt aus den Niederlanden, aber er spricht sehr gut Deutsch. Und deswegen habe ich ihn gefragt, ob er heute hier präsentieren möchte, über seine Erfahrung sprechen möchte. Denn wir werden ihn auch bald wieder persönlich sehen, für diejenigen von euch, die es möglich machen können, am 17. September in Düsseldorf auf den Super Saturday zu sein. Auch dort werdet ihr ihn persönlich treffen. Ja, er ist unter den Top 10 der bestverdiensten Isagenix-Partner hier in Europa und daher ist er wirklich, kommt er mit sehr vielen Erfahrungen auch schon aus seiner eigenen Geschäftsbranche. Wenn man sage ich mal, seine Eintragungen liest, dann sieht man, er ist wirklich als Coach, als Mentor, er war als Business Builder, er war als wirklich international in vielen Unternehmungen tätig und bringt daher sehr viel Hintergrund mit und hat auch diesen internationalen Mindset. Und das ist natürlich großartig, solche Koryphäen hier bei Isagenix willkommen heißen zu dürfen. Daher nochmal einen ganz großen Applaus an Sander de Bruijn aus den Niederlanden. Hallo und guten Abend, Sander. Hallo Stefan, schönen guten Abend und auch guten Abend für Sie allen, die da dabei sind heute Abend. Es freut mich sehr, heute Abend ein bisschen meine Hintergrund und auch einige Info über die Events mit Sie zu teilen. Und ich versuche das wieder mal auf meinen besten Deutsch zu machen. Aber vielleicht, Stefan, ich brauche ein bisschen Unterstützung, aber let's go. Auf Okay. jeden Fall. So, vielleicht, Stefan, darf ich anfangen mit ein bisschen ein kurzer Intro, dann wissen die Leute, wie ist der Sander? So, ich bin Sander, ich bin 49 Jahre jung, ich bin von Amsterdam in den Niederlanden. Meine professionelle Hintergrund ist in die Sports- und Fitnessindustrie, so lange vorher. Ich bin angefangen als ein Trainer, als ein Personal Trainer und dann habe ich meine Karriere gemacht mit einigen der großen Fitnessfirmas wie in Deutschland ist das die Fitness Company. Das ist ein Unterteil von Fitness First. So, ich bin da damals die Geschäftsführer, die Commerce Director für Fitness First in den Niederlanden gewesen. Ich habe das 6 Jahre gemacht. Und dann war ich glaube, 31. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt möchte ich gerne meine eigene Business anfangen. Und jedermann in meiner Inner Circle, in meinem Netzwerk, Familie und Freunde, haben gesagt, nein, nein, mach das nicht. Du hast einen guten Beruf. Niemals bekomme ein Business Owner, das ist very scary, das ist mit sehr viel Risikos, aber ich habe entschieden, nein, ich möchte gerne mein eigenes Business machen, ich möchte gerne meine eigenen Entscheidungen machen, ich möchte gerne auch ein bisschen mehr Freizeit bekommen, weil das habe ich vorher erfahren in die Industrie, mit meinem Job, in meiner Arbeit, dass ich habe einen guten Job gemacht, aber ich bin immer unterwegs, 5, 6, einige Male 7 Tage pro Woche und ich habe 3 Kinder. Die ersten Jahre habe ich ein bisschen zu viel gearbeitet und dann habe ich die Entscheidung gemacht, ich muss das ändern. So, dann bin ich angefangen mit meinem eigenen Business. Das war ein Coaching-Business. Das war erfolgreich in den Niederlanden, aber dann habe ich auch erfahren, shit, das ist immer noch, ich gebe meine Zeit und dafür bekomme ich Geld. Das ist ein Freelancer. Das ist noch immer Zeit, Geld, Zeit, Geld. Das ist gleich wie ein Job. Und dann habe ich geguckt am Internet, okay, was kann ich vielleicht ändern in meiner Businessstruktur, dass ich ein bisschen mehr Freizeit bekomme und auch ein Einkommen, das nicht nur 100% vom eigenen arbeitet, kommt. So, zum Beispiel ein passives oder ein residual Einkommen.
Und dann war mein Mindset geöffnet und dann habe ich einige Leute an meine unterwegs erfahren. Und die haben gesagt, Sander, kennst du Network Marketing? Kennst du MLM? Kennst du die Systemen? Und da habe ich gesagt, ja, die kenne ich doch, aber das ist... That's not my cup of tea. Da habe ich immer noch gesagt, nein. Stefan. Ich schaue gerade, wer hier noch nicht auf stumm geschaltet ist. Aber ich glaube, es muss... Nein, das ist mit mir. Das ist bei dir. Ich brauche eine halbe Minute. Eine Sekunde, bitte. Gerne. Ja, Leben passiert, ne? Mittendrin. Der Hund hat nicht den Kalender im Kopf vom Sender, dass er heute hier spricht. Und dafür haben wir natürlich Verständnis, ganz klar. Sorry. Alles gut. Das ist meine Unfall. Da war jemand in meinem Hause und dann die. Sorry. Okay, so dann habe ich gesagt: Nein, ein Netzwerkgeschäft, vielleicht nicht für mich. Aber dann hat ein Freund gesagt: Sander, du verstehst die Industrie ganz noch nicht. Du musst ein bisschen weiter informieren, wie das passiert. Weil das ist nicht nur Produktverkauf. Und dann habe ich das untersucht und dann habe ik gesehen, ervaren: Oh shit. Dit is een ganz andere industrie dat ik in kop had. Maar voorheen heb ik gedacht, dat was nur productverkauf. Dan heb ik gezien, nee, daar zijn Leute drin, die sehr schon ervaren zijn in business. En ze hebben een netwerk gemacht en ze helfen andere Leute, om een business te maken. So, dat is ook een mentorprogramma. En dan heb ik die entscheidung gemacht, en dat was ongeveer 14 jaar voorheen. Um das Networking Business zu machen. So, erstmal, das war ein Side Business. So, ich habe meine normale Freelance Arbeit und habe gesagt, okay, ich mache das einmal einen Tag pro Woche, so ungefähr 8 bis 10 Uhr, mache ich Zeit dafür und dann gucken wir mal nach 1-2 Jahren, wie Erfolg das ist oder nicht. Und dann kann ich Entscheidung machen für die weitere Zukunft. Long story short, das hat geklappt. Sehr gut geklappt. So, wir haben ein großes Business gemacht und nach 8 Jahren, ich habe Entscheidung gemacht, okay, dann war ich fulltime in Networking-Geschäft. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht brauche ich etwas anders. So, ich habe die Firma tschüss gesagt und ich bin in Finanzmarkt gekommen. So, ich habe gearbeitet in die Cryptocurrency-Industrie und dann in August 2017, hier kommst, ich bin angerufen von einer Freundin. Sie ist ein Ernährungsprofi von Belgien, Marlene. Und sie hat gesagt, Sander, du hast schon Erfahrung in Networking, aber was machst du jetzt? Ich habe gesagt, nein, kein Networking anymore, das mache ich nicht mehr, ich bin jetzt in die Crypto-Business. Sie hat gesagt, ja, ich weiß, aber, hör mir an. Kennst du die Firma Isagenix? Ich habe gesagt, und das war die Firma war noch nicht in Europa. Und ich habe gesagt, ja, ich kenne die Firma, weil ich habe sehr viel Freunden von der Fitnessindustrie in Amerika, die nutzen die Produkte von Isagenix schon seit vielen Jahren und die sind sehr happy damit. Die erzählen immer, ja, die Shakes und die Cleansing-System, das ist großartig. Und ich habe gesagt, okay, ja, good for you, aber das ist nicht möglich, um das in Europa zu bestellen. Und dann hat die mit Marlene erzählt, okay, darum habe ich sie angerufen, Sander, weil die Firma Isagenix hat das Ziel, um auch in Europa step by step die business zu introduceren. So, ich habe gesagt, okay, ich möchte erstmal meine eigene Erfahrung bekommen mit den Produkten. So, die ersten 4 Monate, ich war ein Kunde. Die ersten 4 Monate kein Business, ich habe nur das System genutzt. Ich bin angefangen mit das Ultimate Paket, die erste Monat. Die zweite Monat habe ich das Ultimate Paket. Die dritte Monat, ich habe das Ultimate Paket. Und das 4. Monat habe ich auch das Ultimate Paket. So, ich habe alle Produkte versucht von die Weight Management Produkten. Und dann habe ich Marlene angerufen. Ich habe gesagt, okay, Marlene, ich bin sehr happy mit den Produkten. Ich habe einen guten Erfolg dabei. Ich habe auch schon einige Leute in mijn Netzwerk ein bisschen gesampled. Ich habe de Proben geteilt. Und die haben alle gesagt, wow, Products. Really cool. Und dann hebben die entscheidung gemacht, okay, jetzt geht's los, wir machen die Business. So, long story short, wir sind angefangen in Belgien und in Holland.
Ich habe einige von meinen Freunden von meinem warmes Netzwerk angerufen. Ein von meinen Freunden von Belgien, vielleicht kennst du ihn auch, weil er ist jetzt die Nummer 1 in Europa, das ist Michael Bocar. So, ich habe die Michael Bocar introduziert, ich habe ihn angerufen, ich habe gesagt, Michael, die Firma ist noch nicht in Belgien, aber wir können das zusammen machen. Bist du ready dafür? Er hat gesagt an die Mobi, nein, danke, tschüss, see you later. Boom. Oké, ik moest etwas ändern. Zo, ik heb weer angerufen en zeg, Michael, ik kom naar Gent. En van Amsterdam, dat is ongeveer 2,5 uur met auto. En dan 2,5 uur weer terug. Ik heb gezegd, oké, ik fahre, we drinken een café. En we reden een beetje over business. Zo, we hebben daarover geredet, we hebben die entscheidung gemacht, we hebben dat gemacht. Jetzt, we zijn 5 jaren, ja, fast 5 jaren in business. We hebben naar een groep, een community met Uber 26.000 Leute. Meeste sind in Belgien und Holland. Aber wir sind auch in Deutschland. So, wenn die Firma hat kommuniziert, ja, wir möchten gern auch die Dachländer, Skandinavien, Italien und so weiter und so fort, das Geschäft auch introduzieren, dann habe ich gedacht, okay, welche von allen Ländern in Europa hat das größte Potenzial? Weil man kann nur ein bisschen Fokus haben an vielleicht 1, 2, 3 Ländern oder so. Und dann habe ich das mit meiner Freundin darüber gesprochen. Das ist Jessica, weil wir machen die Business zusammen. Und wir haben die Entscheidung gemacht, um unsere Fokus neben Holland und Belgien an die Dachländer zu machen. Weil wir glauben, dass die Dachländer von allen Ländern in Europa das größte Potenzial für Isagenics ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Das ist unsere Wahrheit. So, dann habe ich gedacht, okay, Entscheidung gemacht, wie fangen wir an? Und dann hatte Jessica gefragt, wie hast du das damals gemacht in Belgien? Ja, ich habe eine Person angerufen, ich bin dahin gefahren, er hat erstmal nein gesagt, dann hat er ja gesagt. Und jede Woche, ich wieder mal zum Gent gefahren und wir haben die Michael unterstützt, um seine Core-Gruppe zu machen. Und in einigen Monaten hatte ich gesagt, okay, jetzt verstehe ich alles, Sander, tschüss, see you later, ich mache das selbst. So, er hat dupliziert. Und dann hat Jessica gesagt, okay, wir machen das gleich wie Belgien, wir machen das auch in Deutschland, weil wir fangen an in Deutschland. Cool, okay. So, ich habe wieder mal, so, meine Technik, meine Strategie ist ein bisschen old school. So, ich habe mein Mobi dabei genommen, mit dem Phonebook, die Telefon, ich habe gescrollt. Wie kenne ich in Deutschland? Nicht so viel. Aber ich kenne eine Person, er ist mein Freund. Kai Schumacher. So, ich habe ihn angerufen. Gleich wie Michael Bocar. Hallo Kai, das ist der Sander. Ich habe eine Geschäftsmöglichkeit. Sander, kein Lust, kein Zeit, kein Nichts. Tschüss, see you later. Boom. Oh shit. Hallo Kai, das ist wieder mal Sander. Ich fahre nach Hamburg mit Auto. 6 Stunden und dann 6 Stunden wieder zurück, weil ich möchte gerne eine Tasse Kaffee trinken. Wie gesagt, er hat gesagt nein, ich habe gesagt ja, wir machen das doch. Okay, vielleicht. Und jetzt, wir sind unterwegs, wir haben fast 2000 Leute in der Struktur mit Kai Schumacher. Eine Person, die hat gesagt nein, 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 aber da ist kein Nein. Das ist meine Wahrheit. Ein Nein ist niemals ein Nein. Ein Nein ist vielleicht, ich brauche mehr Info. Oder vielleicht, ich brauche mehr Vertrauen. Oder ich habe keine Zeit. Für alle Neins ist eine Lösung. So, man muss nur wissen, warum ist das ein Nein? Weil die meisten Leute denken, ja, ich kann das nicht machen, weil ich habe... Und alle Antworten sind nicht die Motivations, um das nicht zu machen, aber das sind die Motivations, um das doch zu machen. Wenn eine Person sagt, ich habe keine Zeit. Ja, und darum musst du in die Business. Ja, Sander, ich bin kein Verkaufsperson. Ja, und darum musst du in die Business. Sander, ich habe schon sehr viel Business und I'm really busy oder whatever. So, alle Antworten, warum die Leute sagen nein, ist wirklich war eine Motivation, um das ja zu machen. So, dann sind wir die angefangen mit die Kai Schumacher, mit der Kai Schumacher von Hamburg. Wir haben das gleichzeitig gemacht wie mit Michael.
so die ersten Monate in Bremen gefahren, nach Hamburg, Amsterdam, Hamburg, Amsterdam, Hamburg. Und wir haben das Team unterstützt. Und der Kai hat uns einige Leute gebracht. Und wir haben die Termin damit gemacht, ein 3-Wegen-Call oder ein 3-Wegen Face-to-Face-Meeting. Und das sind Leute, die haben gesagt, ja, ich bin begeistert. Und dann hat das explodiert. Und jetzt, wir sind unterwegs mit fast 2000 Leute. Maar dat had angefangen met nur eins. So, dat is die kracht van één of twee personen. Man braucht niet zoveel Leute voor een erfolgreiches Network Marketing Geschäft. Nee, man braucht één of twee in een nieuwe stad, of een nieuw land, of een nieuwe whatever. Één of twee. So, die meeste Leute hebben gezegd: fahrst du met auto 6 Stunden naar Hamburg en weer terug voor nur één termin? Want er had gezegd: ja, ik heb nur 30 minuten tijd. Die meeste Leute haben gesagt, du bist verrückt. 12 Stunden in Auto für eine halbe Stunde mit einer Person. Na, du kannst besser ein Zoom-Call machen oder look for another person. Vielleicht brauchst du eine andere Person. Ich habe gesagt, nein. Weil eine Person kann alles ändern. Eine Person kann alles ändern. Und die nächste Person, das bist du. Das sind wir alle. Wir sind auch die nächste Person. Das sind wir. So, das ist ein bisschen Hintergrund, wie wir sind angefangen. Und wir machen die Strategie gleich auch jetzt in Italien. Das ist ein bisschen Hot News. Eben die Stefan hat das noch nicht gehört, weil heute die Sander und Jessica haben die erste Person in unserer Gruppe in Italien introduziert. Und das ist ein Person wie Michael Bocar. Das ist ein Person wie Kai Schumacher. Das ist ein Freund von meinem Network. Ich habe ihn angerufen. 2 Jahre schon. Er hat damals gesagt, nein, 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 nein. Wir sind immer noch in Kontakt gewesen. Und jetzt, er hat gesagt, jetzt, I'm ready. Das ist die Power of Follow-up. Das habe ich von einem amerikanischen Trainer gelernt. Er hat gesagt, und ich muss das auf Englisch sagen, Follow-up, 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 until they buy or die. So, das bedeutet, du machst mehrzeitig ein Follow-up, weil die meisten Leute machen nicht eine Entscheidung nach einem Kontakt oder zwei. Die meisten Leute brauchen zwischen 5 und 7 Kontakten, um eine Entscheidung zu machen. So, es ist okay, wenn eine Person sagt, jetzt nicht. Okay, vielleicht nächste Woche oder nächsten Monat oder nächstes Jahr. Die Italien, das ist Angelo Desidera, 2 Jahre. Er war an unserer Prospect-List. 2 Jahre. Wow. En er bekommt unsere Michael Bocar oder Kai Schumacher in Italien. Dat is onze strategie. So far, bis jetzt, dat has geklappt. Maar ons Ziel is om 100.000 Leute in die Gruppe zu bekommen in die nächsten 3 Jahre. 100.000 Leute. En dat kan nur, wenn man dupliziert. Dat is niet dat we jeden Tag 30, 40 neue Kunden einschreiben. Nein. Unsere business is B2B, business to business. So ja, jede kunde is welkom in ons team. Maar onze attraction marketing, onze ziel, is om een nieuwe geschäftspartner te introduceren. In Holland, we zeggen iemand om ons team, die beste kunde is een associate. Die beste kunde is een associate. Waarom? Weil een associate kauft jede maand 100 BV. Jede Monat. Und ein Associate dupliziert. Er erreicht neue Kunden. Er erreicht andere Geschäftspartners. Die beste Kunde ist ein Associate. Und was wir, weil die Networking-Business ist für viele Leute ein ganz neues Business. Das ist die erstmal oder vielleicht die zweimal. Dann hat es vielleicht die erstmal nicht geklappt oder whatever. Und sie fragen immer noch, Sander, was muss ich machen? Weil das ist ein bisschen kompliziert mit das Vergütungsplan und alle Produkten. Was wir immer sagen ist, vertraue das Prozess, vertraue das System und nutze die erfolgreich Formula. Und wir haben ein einfaches Programm, das nennen wir ein 5-Schritten-Programm, entwickelt. 5 Schritten, 5 Steps. Und alle neue Teammitglieder in unserem Team, in unserer Community, we teach them, so wir zeigen sie, wie sie die 5 Schritte machen. Und ich werde die Step by Step mit sie teilen, wenn das okay ist. Das ist okay?
Okay, cool. Hier kommst. Schritte 1. Okay. So bis jetzt. Deutsche Sprache. Okay. Okay, Schritte 1. Verwenden Sie die Produkte selbst. Verwenden Sie die Produkte selbst. Das ist Schritte 1. Step 1. Use the products. Verwenden Sie die Produkte selbst. So, uns als Associates, als Teammitglieder, wir sind auch ein Kunden. Wir sind die erste Kunden in unserem eigenen Business. Wenn eine Person, wenn ich einen Termin habe mit einem Interessenten und der Person sagt, ja, Sander, ich bin neugierig für ein extra Standbein, ein extra Einkommen, aber ich möchte nicht selbst die Produkte nutzen. Mein Antwort ist, tschüss, see you later. I don't work with them. Ich mache nur business mit Leuten, die unser Programm folgen. Und die erste Schritt ist, verwenden Sie die Produkte selbst. Ja, warum? Weil dann kann man die zweite Schritte machen und auch, das ist gut für Ihre Gesundheit. Das ist meine, ich weiß. Man braucht exercise, man braucht gute Schlaf, aber man braucht auch gute Ernährung und Vitamines und Shakes und so weiter und so fort. Greens, Moringa. Ja, ich bin ein Fan von alle Isagenics und die SIA-Produkten. So, erste Schritte, verwenden Sie die Produkte selbst. Schritte 2. Teilen Sie Ihre Erfahrungen. Teilen Sie Ihre Erfahrungen. So, wenn du kein Produkt nutzt, dann hast du auch keine Erfahrungen. Ja? Das ist unsere Marketing-Formula. Du teilst Ihre Erfahrung. So, wenn ich eine Person habe, die ist neugierig für Produkte, dann teile ich meine Erfahrung über die Produkte. Zum Beispiel, jetzt habe ich hier ein Nourish for Life. So, jetzt ist mein Cleanstag. Reinigungstag. Genau? Reinigungstag. Okay, cool. Aber wenn ich einen Interessant habe, die neugierig ist für die Business, dann rede ich nicht nur über, ja, die Nourish for Life, bla, 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 bla. Nein, dann rede ich auch über meine Erfahrungen mit die Business. Meine Erfahrung ist sehr positiv. Und dann zeige ich nicht nur unsere eigene Erfahrung, aber ich nutze auch Beispiele von unseren Teammitgliedern. So zum Beispiel, ich sage, ja, mein erste Person in Deutschland, das ist der Kai Schumacher. Er macht das Spare Time, aber er hat ungefähr 2000 Leute in seine Group. Ich habe eine Person, arbeitet in einem Hotel. Sie ist sehr erfolgreich auch in Group Fitness Classes. Das ist die Saskia. Sie ist jetzt auch auf die Core. Das ist eine Person, die ist sehr gut in Mindset. Sie ist begeistert über Produkte und so weiter und so fort. So, ich gebe Erfahrungen für uns selbst, aber auch für Teammitglieder. Das ist Schritte 2. Schritte 3. Dritte Step. Proben verteilen. Proben verteilen. So, wenn ich einen Termin had mit einem Interessent, ich erzähle, ich nutze das Produkt selbst. 2, das ist meine Erfahrung und so weiter und so fort. 3, versuch das mal selbst. So, immer in meine Rucksacken, Backpack, habe ich immer Proben dabei. Nicht von alle Produkten, want zum Beispiel die Nourish for Life, das ist keine Probe. Das ist die Flasche oder die Powder. Aber zum Beispiel, ich nehme immer E-Shots dabei, Amped Hydrate dabei. Isolin shakes, tasje daarbij. Collagen elixir, immer daarbij. So die producten die einzeln verpakt zijn, neem ik immer in mijn rugzakken. Always be prepared. Zit immer voorbereid. Maar du weißt niet meer, wenn du een nieuwe persoon kennenlernt. Dat kan zijn heute, dat kan zijn in beruf, dat kan zijn in ferien, enzovoort, enzovoort. So die dritte schritte is proben verteilen. Vierde Schritte, Step 4, teilen Sie die Gelegenheit, Kunde zu werden. So, wenn eine Person neugierig ist über Produkt, sage ich, okay, ich möchte Sie gerne introduceren als ein Kunden, dann mache ich einen Link für Sie bereit, dann kannst du bestellen und dann kannst du das Produkt selbst nutzen und erfahren. Und wenn eine Person sagt, ja, ich weiß nicht, kein Problem, weil wir haben ein Guarantee, ein 30-Tage-Guarantee. Du kannst das Produkt erfahren, wenn du sagst, okay, das gefällt mir nicht oder das Geschmack oder whatever, schick es zurück, du kommst 100% vom Geld zurück. So, du hast kein Risiko. Oh, wirklich? Ja, okay. Steig in als Kunden. Wann?
Morgen, übermorgen oder heute? Heute. Ja, immer heute. Ich habe auch viele Leute im Team, die sagen immer, ja, Sander, aber ich möchte nicht so pushy sein. Du bist nicht pushy, du bist proaktiv. Du bist proaktiv. Wir verkaufen Gesundheit und Lifestyle. Das ist nicht pushy. Und die Leute haben die 30 Tage. So, die vierte Schritte ist, teilen Sie die Gelegenheit, Kunde zu werden. Und hier kommst, Schritte 5. Die meisten Leute in Network Marketing machen nur die eerste 4 Schritte. So, sie machen ein Downline, ein Network mit nur Kunden. Aber was Sander und Jessica machen, wir machen ein Business mit Geschäftspartners. So, die fünfte Schritte ist, teilen Sie die Geschäftsmöglichkeit. Teilen Sie die Geschäftsmöglichkeit. Die beste Kunde ist ein Associate. Die beste Kunde ist ein Associate. So, daarom die Schritte 5, teilen Sie die Geschäftsmöglichkeit. The 5-Step Program. Jeder Mann in ons Team, du kannst fragen zum Saskia zum Beispiel, oder Concala, die ist auch hier. Das ist, was wir machen mit unserem Team. Jeder Mann, die anfängt, wir erklären die 5 Schritte und dann fragen wir, welke van die Schritte sind zu schwer? Kein. Du kannst alle machen. Du kannst das nutzen, du kannst darüber reden, du kannst probeteilen, das ist einfach. Du kannst einen Link schicken mit die Mobi, mit die Isolive App. Einfach. Und du kannst auch reden. Wir können daarbij unterstützen mit 3 Wegen Calls, 3 Wegen Termin, um die Geschäftsmöglichkeit zu zeigen. Weil wenn ihr Ziel ist, um mit Network Marketing, mit ICGenX, ein residueel, ein semi-passief Einkommen zu erreichen, dann brauchst du nicht nur Kunden. Ich muss ehrlich sein. Dann brauchst du nicht nur Kunden. Dann brauchst du andere Personen wie uns selbst, die auch das 5-Schritte-Programm machen. Nutzen, teilen, introduceren. That's all. Das ist alles. Und ein wichtiges Untertal, und das ist das Hauptthema für heute Abend, ist Events. Warum Events? Weil in die letzten 2 Jahre mit die, was alles hat passiert mit die Lockdown und so weiter und so fort, dann haben wir sehr viel mit Zoom gemacht. Du hast das vielleicht auch erfahren. Aber das Beste ist immer noch old school, face to face. Und die Leute fragen immer, ja, aber ich kann doch 3 Wegen Call mit Zoom machen oder mit FaceTime. Ich habe gesagt, ja, okay. Aber vielleicht mag ich ein Beispiel. Okay, da ist ein Konzert in Frankfurt. Da kommen die, das ist ein Rockband, das sind die Rolling Stones. Kennst du die Rolling Stones? Mit Mick Jagger? Wow, Rolling Stones, they're healthy lifestyle. Aber du kannst entscheiden, das sind 2 Möglichkeiten. Oder du kaufst die DVD van das Konzert, so dann kannst du das Konzert zu Hause angucken mit die DVD. Oder du bist live dabei in die Frankfurt Arena. Erste Reihe, daar is Mick Jagger. Was hat mehr Impact? Die DVD van das Konzert oder live dabei sein? Maar die Musik ist gleich. Was er singt ist gleich. Aber da ist etwas anders. Was ist anders? Was ist anders? Die Energie. Energie ist alles und alles ist Energie. Die Energie ist ganz anders. Und das ist auch so mit Network Marketing. Wenn du ein Erfolg erreichen möchtest oder mehr Erfolg mit ihrem Networking Business, dann brauchen wir noch effektiver die Events nutzen. Weil die Events sind, die Energie ist da. Die Erfahrung ist da. Die Teammitglieder sind da, um einander zu unterstützen. Das ist ein Teamleisting. Wir unterstützen allen einander, nicht nur unsere eigenen Interessenten und Teammitglieder. Nein, wir unterstützen allen. Und auch man kann ein bisschen networking. Zum Beispiel, wenn Stefan mein Interessent ist, und Stefan hat ein Marketing-Hintergrund. Ich habe Stefan eingeladen für ein Super Samstag-Event in September. Siebste in Düsseldorf. Und dann sage ich auch, Stefan, wenn wir dabei sind in das Event, ich möchte Sie gern vorstellen zum Kevin. Weil Kevin ist auch dabei und Kevin hat einen gleichbare Hintergrund. Er hat auch Business gemacht in Marketing. Und ich weiß for sure,
dass wenn du und Kevin einander kennenlernst, das werde eine gute Connection sein. Dann rufe ich Kevin an, Kevin, ich habe Stefan dabei, du musst einander kennenlernen, gleiche Hintergrund. Und wenn der Stefan sagt, wenn der Stefan erfährt, ah, das sind mehr Leute wie ich mit einem gleichen Hintergrund, dann sein Vertrauen mehr. Wenn die Leute haben mehr Vertrauen, sie machen die Entscheidung für ein Ja. Wenn die Leute haben weniger Vertrauen, sie machen die Entscheidung für Nein, danke. Tschüss, see you later. Ich rufe dich zurück nach dem Wochenende. Das bedeutet Nein. Ja? So Events. Und das sind verschiedene Events. So, ich habe heute Mittag ein List gemacht über die Items für heute Abend. Und ich habe geschrieben, das sind in mijn waarheid, vielleicht zit daar meer, maar ik heb ervaren, er zijn minstens 4 verschillende events. Nummer 1, dat nenne ik een home party. Zo dat kan zijn, du hast 5 bis 10 Leute eingeladen in ihre eigene Hause für ein Intro mit Produkt oder mit Business oder mit Produkt und Business. Zo dat kan zijn een home product party oder ein home business party oder ein home product und business party. Aber das ist eine kleine Gruppe. 5 bis 10 Leute in ihre eigene house, holiday house, whatever. Ja? Das ist eine kleine Setting. Und normalerweise, du machst die Einladung zu ihren Interessenten. Und da ist auch ein von ihrer Upline dabei. Das kann sein ihre Sponsor. So zum Beispiel, wenn der Kai hat ein Homeparty, da ruft er seinen Sponsor an, das ist der Sander, und er sagt, okay, ich habe ein Homeparty geplant, 17 August, okay Kai, ich bin dabei, für Unterstützung. Weil da sind da mindestens 2 oder vielleicht 3 Leute, die schon drin sind, um die anderen Leute zu erzählen, wie ist das geschehen, wie sind die Produkte und so weiter und so fort. So, een home party is, dat is een der einfachste Möglichkeiten, om nieuwe Leute in een Gruppe zu bekommen, om das Produkt oder das Geschäft zu präsentieren. It's really, das is low profile. It's easy. So, für nieuwe Leute, nieuwe Teammitglieder, das is vielleicht een der beste Möglichkeiten, om anzufangen. Een home party. Das is 1. 2. Tasting party. Mehrere Leute, vielleicht 2, 3, 4 oder mehr Geschäftspartners, die allen zusammenarbeiten und sagen, okay, wir machen ein Tasting-Event, wir haben einen Raum in ein Restaurant oder wir haben einen Raum in ein Hotel oder wir haben einen Raum, whatever. Und alle 4 oder alle 5 Teammitglieder haben das Ziel, um 5 bis 10 Leute einzuladen. So, das bedeutet, wir haben zwischen 25 und 50 Leute in einen Raum für ein Produkte-Meeting. Das nennen wir ein Tasting-Party. Dann reden wir 90% über Healthy Lifestyle, Ernährung, Produkten, warum Isagenix-Produkten. Und man kann auch die Produkte erfahren, so wir haben Proben. Ja? Man kann zum Beispiel die Greens ein bisschen trinken oder die Kollagenflaschen. Collagen, I'm a big fan of collagen. Oder die shakes, oder moringa, oder whatever. Ja? 90% product. Und dann am Ende kann man sagen, okay, wir haben ein Empfehlungsprogramm. Das bedeutet, du kannst als Kunden auch das weiterempfehlen. Dann hast du die Möglichkeit, um ein bisschen commission zu erreichen und vielleicht ihre eigenen Produkte kostenlos zu machen. Bist du dafür open-minded oder möchtest du nur das Produkt kaufen? Kein Problem. Ja? Das ist eine kleine Intro zum You Share, They Share. Du teilst und andere teilen auch. So, Tasting Party ist Möglichkeit 2 für Events. 3, hier kommst. Jetzt, wir machen die Focus nach Business. Das dritte Möglichkeit ist ein Opportunity Event. Ein Opportunity Event. Zum Beispiel, was wir gemacht haben in Rotterdam. Das ist in Holland. Vielleicht kennst du Rotterdam. Ich habe einen Termin gemacht mit 2 andere
geschäftspartners. Eén daarvan is in onze structuur, in onze downline, dat is Lisanne. En één is een andere persoon in een andere structuur, maar er is toch een friend, we arbeiten toch samen, dat is Tom Barendrecht. Er is 23, er is een van de rising stars, er is ook in dat Europese star team, een star start ambassador. Want we hebben gezegd, oké, kunnen we een structuur maken dat we een monatliches opportunity event organiseren, monatliches, in Rotterdam. Want zo, we hebben een kalender gemaakt, bis zum Ende dieses jaar, om minstens, eenmaal pro monat in Rotterdam, met das team, een business opportunity event te maken. En dan reden we, dan is het ganz anders, dan reden we 80-90% über business en bis zum 20% über product. In den event, daar zijn de speakers, zo ons draai. Daar zijn onze teammitglieder. Daar zijn nieuwe teammitglieder die nu jetzt angefangen zijn in de laatste maand of zo. En daar zijn immer nog ook interessenten. Dat event is niet nur voor interessenten. Die meeste leute denken, ja, dat is om nieuwe leute te introduceren. Ja, ook. Maar het is ook een mogelijkheid voor die leute die schon drin sind, als ein Associate, um das wieder mal zu, wie sagt man, bestätigen. Jeder Mann braucht einige Mal etwas Bestätigung. Ja, ich habe die gute Entscheidung gemacht. Ja. Ja, ich weiß wieder, warum ich angefangen bin. Ja, ich weiß wieder mein Warum. Ja, ich weiß wieder, was mein Ziel ist. Ja, ich habe wieder die Energie. Das ist, was wir für als feedback terugbekomen van die leute die nach dem live events gehen. Die leute die videoafnames terugkoeken, van onze teamtraining zum Beispiel, die hebben een andere energie. Kannst du voorstellen? Ja? Rolling Stones, DVD, oder live dabei zijn. Dat is een ganz andere wereld. Zo die opportunity events. Und wir haben unsere team in Holland und Belgien empfohlen, om dat te dupliceren. Zo, jetzt we hebben in, ik glaube, 4-5 verschillende cities in Holland, en ook in België, jede maand, in jede city, een opportunity event. En in onze structuur, jede man mag dat met die kleine PowerPoint. Jede man mag dat met dat kleine concept. Zo, zum Beispiel, dat is avond, zo, 7 uur, jede man is welkom, door zou open. 7:30 we vangen aan, 8:30 we zijn fertig, en dan hebben we die meeting nacht in meeting. Und jeder Mann bekommt einen Job zu machen. So, wir haben 10 Leute in jedem Gruppe. 3 davon sind Speakers und die anderen 7 bekommen einen Job. So, eins ist ein Meet-and-Greeter at the door of the hotel. Wenn die Leute dabei kommen. Eins macht die Musik. Eins ist dabei, um die Leute zu sagen, okay, ich habe, hallo Leopold, schön, dass du dabei bist. Ich möchte Sie gerne introduzieren zum Pernilla, hat einen gleichen Hintergrund. Oder ich möchte Sie gerne introduzieren zum Heinz. Ist auch von Frankfurt. Ja? So, das sind Meet and Greeters. So, jedermann bekommt ein Task, ein Job. Und wir machen das jede Monat ein Opportunity Event. Und das ist ein Retention Tool. Für die Geschäftspartner, die schon drin sind, weil die haben neue Energie, die haben neue Begeisterung, sagt man das so? Die haben, the fire is burning again. Und für die neue Leute, das ist eine gute Erfahrung, weil die haben nicht nur die Möglichkeit, um die Info zu bekommen, um die Info anzuhören und anzugucken, aber auch um die Energie zu erfahren, um das Team zu kennenlernen. Ich glaube, dass das Team ist ebenso wichtig als die Produkte. Das Team ist ebenso wichtig als die Produkte. Die Produkte von Isagenix, wow, I love them. Aber I love my team also. Die Leute machen immer die Unterscheid. Da sind auch Interessenten, die fragen Sander, warum ist diese Firma anders als all die anderen Networking-Firmas oder die anderen Produkte? Mein Antwort ist einfach. Was anders ist mit uns, ist uns. We are the difference. Wir machen das Unterschied.
Und dann geben wir Beispiele von verschiedenen Leuten in unserem Team, die Erfolg haben. Das kann sein ein bisschen Erfolg, ein neues Ranking, ein Cycle. Oder das kann sein, ich habe meinen Freund von Belgien introduziert, Michael Bakar, er macht jetzt 30.000 Euro pro Monat. Das ist auch ein Beispiel. Boom. Alles ist möglich. So, das ist die dritte Event, Opportunity Event. Und dann ist da immer noch ein vierte Event, das ist ein größeres Event. Das ist ein Super Saturday. Ein Super Samstag. Oder Super Sonntag. Wir haben in Belgien auch ein Super Sonntag Event. Aber wir haben viele Leute von Beauty Industrie und die arbeiten immer noch an Samstag. So, dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir auch ein groß Event, ein regional oder ein national Event an Sonntag. Kein Problem. Und ein Super Saturday Event, das ist ein der wichtigsten Events, um dabei zu sein. Wenn du ein neuer Associate bist, wenn du ein Jahr im Business bist, wenn du 3-4 Jahre oder länger in die Business bist, die Super Samstag, that's the heartbeat. Ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt, aber das ist, wow. Und die Firma macht das zweimal pro Jahr, ein Super Samstag Event. So, dann nimmt das Team vom Hauptbüro und der Stefan ist ein Profi, er macht die Entscheidung, er macht die Initiativ. Er hat gesagt, okay, Sander, September, jetzt geht's los. Okay. Ich habe gesagt, gut. Aber was wir machen mit unserer Gruppe, wir haben das auch mit die Country Manager Marcel in Holland und Belgien, wir haben gesagt, okay, wenn die Firma macht die Super Samstag ein, zwei, vielleicht dreimal pro Jahr, vielen Dank dafür, für die Organisation. Aber unser Ziel ist um jeden Monat ein National Event zu haben. So, das bedeutet, wenn die Firma, wenn der Stefan sagt, ich mache das ein, zwei, dreimal pro Jahr, danke Stefan, aber die andere Monat, das ist die Job nicht von die Firma. Die Firma hat alles zu machen mit Produkt. Aber die Vertriebspartners sind verantwoordelijk voor die marketing en field events. So, dat is mijn Empfehlung. In Holland, je hebt ons team gezegd, unser Ziel is om jeden Monat een groot event te hebben. We maken dat step by step. Dat is een proces, dat braucht een beetje tijd, geen probleem. Maar met een super Samstag, ik weet dat Stefan had dat gepland voor september, Siebsteen, Düsseldorf, Noord-Rijn-Westfalen, Leute van ganz überall Deutschland, auch Österreich und Schweiz, auch willkommen, um dabei zu sein. Weil ich weiß, die Woche danach, die 24, Stefan, hast du das Event geplant in Vienna, in Wenen. Genau, Wien. Und das ist, was wir erzählen zu unseren Teammitgliedern. Auch in das Event in Düsseldorf, da sind immer noch die Leute von Deutschland, vielleicht von Österreich und Schweiz auch, aber auch einige der Leaders von Holland und Belgien sind auch dabei. Weil wir müssen einander unterstützen. Wenn wir haben einen Raum, einen Hotelraum mit 100 Leuten und da kommen vielleicht 50 oder 60 oder 100 Interessenten, great. Aber wenn wir haben einen Hotelraum mit über 200 Geschäftspartners von Holland, Belgien, Deutschland, alle Dachländer, vielleicht Skandinavien oder whatever, Italien. Und dann kommen die Interessenten. Die Interessenten denken, oh wow, it must be good. Das muss ein erfolgreiches Business sein. Wenn so viele Leute sind in einem Raum, um die Business weiter kennenzulernen, um einander zu motivieren, um einander Struktur zu geben, um einander Training zu geben. So ein Super Samstag ist ein Training Day. Ein Trainingstag für die Teammitglieder, aber auch eine gute Möglichkeit für neue Leute, um ein bisschen kennenzulernen. Neue Geschäftspartners, Leute, die schon vielleicht in einer Home Party oder in einer Tasting Party oder in einem Opportunity Event gewesen sind. Und sie haben die Entscheidung gemacht oder sie sind fast bereit, um die Entscheidung zu machen. Die Super Samstag, wow, die sind so wichtig. Und ich weiß, der Stefan hat ein Programm gemacht mit verschiedene Trainers. Ich glaube, die Nick ist auch da. Vielleicht Gerhard ist da. Das sind verschiedene Trainers, die ihre Erfahrung teilen.
Und das ist, und das ist vielleicht ein Closing Note, Stefan, dann können wir vielleicht noch Fragen oder etwas anderes erklären. Aber das ist, was ich erfahren habe, 14 Jahre vorher, wenn ich angefangen war mit Network Marketing, ich war ein bisschen shy, verlegen. So, ich kann noch nicht so gut kommunizieren mit Leuten. Dann habe ich gesagt, oh, ich bin ein bisschen scary. Und dann bin ich zum Events gewesen und dann habe ich das gehört von anderen Leuten. Die haben gesagt, ja, ich habe das auch gehabt, aber das ist, was ich gemacht habe. Bam, 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 bam. Die hebben bij en toen heb ik gezegd, oh, wirklich? Ik moest dat ook versuchen. Dat had me motiviert. En ik heb dat kennengelernt. Ik heb gezegd, oké, wenn persoon A, B, C dat gelernt hebben en jetzt erfolgreich zijn, dat einzige wat ik moest machen is A, B, C lernen en dan duplizieren. En dan bekom ik in tijd ook succes zelfs. En ik kan die info en ervaring weitergeben zum anderen Leute. Klappt das? Ja. Wichtig, um dabei zu sein, wenn möglich. Ja. Wichtig, um ihre Teammitglieder dabei zu haben. Wichtig, vielleicht, um ihre persönliche Partner dabei zu haben. Ja. Und Interessenten? Ja, okay. Aber das alles fängt an mit Team. Wenn du hast ein Team, und das muss nicht sein Hunderte oder Tausenden. Ebenso, wenn du hast in ihrem Team ein oder zwei andere Geschäftspartners, that's enough. Das ist okay. Du kannst ein große Downline machen mit zwei. You share, they share. Sander, do you know for sure? Weißt du das for sure? Ja. Yeah. Ich habe Michael Bokar, ich habe Kai Schumacher, zwei Leute. Und mit den zwei Leuten, wir haben gearbeitet. Down. So, unser Ziel, und das ist wirklich, Stefan, mein last comment, aber unser Ziel ist nicht, um jeden Monat 10, 20, 30, 40 neue Leute zu introduzieren. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, um Leute, die schon in Gruppe sind, weiter zu helfen mit ihrer persönlichen Entwicklung, zodat allen in dat team die mogelijkheid hebben om minstens twee andere teammitglieder te introduceren en dan te dupliceren. Dat is die kracht of two. Twee. The power of two. Dat is dat binaire systeem. Links, rechts. Links, rechts. Twee. Want in mijn waarheid, ik glaube, jedermann kan in tijd twee personen vinden, begeisteren, motiveren, introduceren, unterstützen, um das Geschäft mitzumachen. Und die zwei Leute machen gleich dasselbe. Zweimal, 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 zwei. Wenn jedermann das macht, und jedermann macht das 5-Schritten-Programm, so, das fängt an mit, verwenden Sie die Produkte selbst, dann in Zeit, jedermann wird erfolgreich sein. Du brauchst nicht hunderten Leute. Du bekommst hunderten und tausenden und vielleicht 10.000 oder 100.000 Leuten, wenn du hast zwei Personen, die sich selbst und dann duplizieren. Und das ist, was man besser verstehst, wenn du live dabei bist mit Events. So, meine Empfehlung, Stefan, dann gebe ich wieder zurück, aber meine Empfehlung ist zum allen, die hier dabei sind und auch die Leute, die Aufnahme gucken, wenn du hast die Möglichkeit, September 17 in Düsseldorf dabei zu sein, bin dabei. Dann können wir einander live kennenlernen. Ich bin auch dabei, zusammen mit mein Jessica und auch einige andere Teammitglieder von Holland und Belgien. Und ich freue mich sehr, sie alle ein bisschen weiter kennenzulernen, um das Isagenix-Business zu explodieren in Europa in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Aber für jetzt vielen Dank für Ihre Zeit. Stefan, ich gebe wieder zurück zu Sie. Danke. Vielen, vielen Dank, Sander de Bruijn aus den Niederlanden. Großartige, wichtige Faustformen, die du heute hier mit uns geteilt hast. Danke auch für deinen Erfahrungsschatz, was dein Weg bisher war, um bis hierhin zu kommen. Und ja, wir freuen uns, dich an Bord zu haben. Und dein Deutsch ist super. Also Daumen hoch, alle haben alles verstanden. Klasse. Und das zählt.
Und Sender, ja, ganz klar, visionäre Kraft ist genau dein Element, genau solche Menschen wie dich brauchen wir genau, um dieses Feuer hier in der Mitte Europas weiter zu entfachen, weiter auszubauen. Und ja, natürlich, der Registrierungslink geht online, damit ihr euch eintragen könnt für Düsseldorf den 17. September. Und es wird in der Nähe vom Flughafen sein, das ist ja praktisch. Genau genommen ein Vorort von Düsseldorf namens Ratingen, gleich mit dem gleichen Namen wie der Flughafen. Und super erreichbar, sehr viele günstige Parkplätze drumherum, optimal. Und wie gesagt, Early Bird Ticket 10 Euro und einen Monat davor kostet es dann 20 Euro. Also schleunig.